Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal das neue Set Info mit Forbidden angucken. Ein absoluter Banger und wir haben vorhin, also heute ist der 1.7. und wir haben vorhin erfahren, dass diese krasse Karte Moon of the Closed Heaven mit im Set sein wird. Und das, meine Lieben, ändert sehr, sehr viel. Wer nicht weiß, was die Karte kann oder nicht genau Bescheid weiß, dass es die Karte gibt, jetzt wisst ihr es. Ja, die Karte ist krass. Die Karte ist sehr, sehr krass. Ich lese einmal kurz vor, was die Karte macht. You can target one face-up monster your opponents control. This card points two. Also, wir können ein offenes Monster wählen, was der Gegner kontrolliert und mit dieser Karte halt co-linked ist. Also wo halt einer dieser beiden Pfeile halt drauf zahlt. This turn, if you link summon a link 5 monster using this card you control. Also ich nutze diese Karte, ich kontrolle. You can also use the monster your opponent's control as material. Also ich kann zusätzlich noch das Monster wählen, was der Gegner hat als material. Wenn ich ein jetzt link 5 monster baue, also das Underworld Goddess quasi, oder mit ihr kann ich noch leichter in Underworld Goddess gehen und kann quasi vom Gegner 2 Monster wegnehmen, also das ist halt schon sehr brutal. You can only use the effect of Moon of the Closed Heaven once per turn. So, die ganze Yu-Gi-Oh! Community schreit auf und denkt sich, Alter, WTF, bitte nicht. Warum? Warum kommt diese Karte jetzt schon raus mit Fiendsmith? Warum ist es so broken? Also, ganz ehrlich, meine Lieben, der Effekt ist gut. Keine Frage. Der Effekt ist gut. Aber die Yu-Gi-Oh! Community schreit nicht wegen dem Effekt auf. Die Yu-Gi-Oh! Community schreibt momentan wegen Licht-Unterwelt auf. Und weil sie nur 2 generische Monster braucht. Weil, wenn wir uns jetzt mal angucken, welches Monster auch Licht Unterwelt braucht, um es zu beschwören, ein Light Fiend Monster. Unser Fiendsmith Link 1 Monster. Das bedeutet, durch diese kleine Karte hier, durch die Moon Karte, wird jedes, aber absolut jedes Deck jetzt in der Lage sein, Fiendsmith generisch zu spielen. Ich lege mich fest, in 95% der Fälle wahrscheinlich oder 99%, sucht es euch aus, wird die Tante hier, die gute Dame, nur gebaut werden, um sie sofort wieder wegzulegen, um in die Fiendsmith Engine reinzukommen. Weil so viele Decks momentan kriegen ja einfach 2 Monster aufs Feld, ohne ihre Normalsum zu verbrauchen. Das ist ja im heutigen Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht mehr das Allerschwerste. Das kriegt man ja irgendwie hin, würde ich behaupten. Und deswegen ist das so unfassbar gut. Fiends Link ist sozusagen das neue Dragon Link. Und ersetzt Dragon Link jetzt so ein bisschen und ist jetzt einfach Fiends Link. Das beste Deck, was Fiendsmith enablen wird, wird Snake Eye sein. Snake Eye ist das beste Deck momentan, noch haben wir keine Bandlist. Also, jetzt stand 1.7. haben wir keine Bandlist, deswegen ist Snake Eye aktuell noch das beste Deck. Und auch Snake Eye kann ganz, ganz, ganz wunderbar Fiendsmith spielen. Und damit haben wir Fiendsmith, also die brokenste Engine, die wir in letzter Zeit bekommen haben, plus das beste Deck im Format, in Kombination natürlich ein, ich sag mal, sehr interessantes Metagame. Das wird spannend. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Fiendsmith Snake Eye jetzt das absolut krass meistgespielte Deck sein wird und vermutlich auch wieder Tier 0. Ich habe mir vorhin schon mal Videos angeguckt, so Best Decks nach Info. Und schon da war fast alles mit Fiend kombiniert. Und jetzt haben wir noch Moon dazu. Und ich gehe davon aus, dass wir, also ich habe vorhin eine Grafik gesehen, das war so witzig. So die obersten 10 Decks, alle haben sie Fiendsmith gespielt. Und das funktioniert halt nur, weil wir jetzt Moon haben.
Ich glaube, Fiendsmith wird jetzt einfach überall reingesmashed. Hauptsache Fiendsmith spielen. Mal gucken, was ich am Ende jetzt, ja, am Ende durchsetzt. So, aber wir werden so 5, 6 Decks haben, die so am besten mit Fiendsmith am Ende spielen können, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, super viele Decks haben jetzt Bock auf Fiendsmith. Und dadurch, dass der The Fiendsmith auch eine Secret Rare ist, dann jetzt, wissen wir, ist ja bestätigt, dass es eine Secret Rare ist. Und der Rest wissen wir noch nicht. Mal gucken, was da noch so kommt. Mit ein bisschen Pech kriegen wir noch eine Secret Rare. Ich predikte ja ganz ehrlich, weil ich ziehe so ein bisschen die Line zu der Wälzer, dass die Spell auch eine Secret wird. Und der Rest dann Ultra Rare und Super Rare, irgendwie sowas. Aber wir mussten Fiendsmith Hard Draw haben, ja. Wir müssten es irgendwie Hard Draw haben, damit wir diese ganzen Sachen enablen können. Wir hatten jetzt keine große Möglichkeit, die zu suchen oder so. Und jetzt können wir mit Moon, haben wir einfach zwei generische Monster vollkommen egal. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, die zu suchen, sondern die ist quasi immer live. Sobald wir zwei Monster auf dem Feld haben, ist es auch wirklich egal was. Und das Freche ist, ja, das Freche ist, die braucht zwei Monster. Da steht nicht Accept Token. Das heißt, rein theoretisch könnten wir auch Tokens verwenden. Und das macht die Sache so krass. Und vielleicht kommen ja irgendwelche krassen Deck-Ideen jetzt auf mit Tokens und Fiendsmith und weiß ich. Meine Prediction ist, dass die ganze Engine zwischen 250 und 300 Euro kosten wird. Ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass sie günstiger wird. Ich glaube es aber nicht, gerade weil wir kurz vor einer EM stehen. Und alle Leute, die auf die EM zumindest auch im Main Event teilnehmen wollen und Zugang zu Fiendsmith Engine haben möchten für ihr Deck, werden die Karten kaufen. Und ihr wisst es, so mehr von den Karten gekauft werden, umso weniger gibt es erstmal davon. Das heißt, die Preise steigen. Und ja, es wird eine interessante Engine. Es wird eine interessante Engine. Das Spiel wird sich auf jeden Fall nochmal krass verändern, jetzt vor der EM. Und jetzt bin ich noch mehr gespannt, ob wir mit der Liste, also mit der Bandlist, die wir momentan haben, ins Turnier starten. Oder aber, ob wir vor dem EM-Start noch eine Bandlist bekommen. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und holst du dir die Fiendsmith Engine? Oder sagst du, ne, das meine ich, das wird mir zu teuer. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denk dran, nochmal hier zwei Videos auszuchecken. Und dann sage ich, bis dann. Mach's gut, dein Tim. Ciao, ciao!